Hallo und herzlich willkommen bei Investing Grow. Mein Name ist Christopher. Das heutige Video wird mal so ein bisschen Real Talk von meiner Seite. Und zwar soll es über diesen Kanal hier gehen, über die Entwicklung. Ja, der Kanal heißt ja Investing Grow. In letzter Zeit investiere ich ziemlich wenig Zeit in diesen Kanal. Und ja, dementsprechend wächst dieser Kanal auch kaum. Und da möchte ich jetzt gern wieder so ein bisschen gegenarbeiten. Deswegen dieses Video. Zum einen die Erklärung, was ist in letzter Zeit so passiert, also vor allem in den letzten 9 Monaten, denn seitdem bin ich Papa. Und was ist eigentlich so in Zukunft geplant? Und ja, für jeden, den es interessiert, bleibt gern dran, denn ja, jetzt werden einige Fragen, denke ich, beantwortet, wie sich das jetzt hier so verhalten wird. Und zwar, ja, zum einen, ja, ich habe es eben schon angesprochen, ich bin vor 9 Monaten Papa geworden und natürlich... Jeder, der schon Papa ist oder schon eine kleine Familie aufgebaut hat, weiß natürlich, dass es einiges an Energie kostet und man natürlich sehr gern dort auch Zeit investiert. Sei es zum Beispiel in ja, Babykurse, wie zum Beispiel Babyschwimmen, da bin ich regelmäßig. Da sind wir regelmäßig als kleine Familie. Dann machen wir noch PKIP. Ja, also da sind schon 2 Kurse in der Woche. Und ansonsten bemühe ich mich natürlich auch sehr, viel Zeit mit meinem Sohn zu verbringen und auch viel zu spielen. Ich beobachte es wirklich gern, seine Entwicklung, und es macht auch wirklich Spaß. Natürlich ist es auch anstrengend, aber grundlegend macht es schon Spaß. Aber auf der anderen Seite natürlich kostet es sehr viel Energie, und die Energie, die habe ich dann meistens nicht für die Kreativität. So. Und jetzt als nächstes, die nächste Erklärung, warum so wenig kam jetzt in letzter Zeit, ist, dass, ja, ich habe einen kleinen Monk im Kopf. Wie erkläre ich das? Dieser kleine Monk ist ein Perfektionist. Und zwar kannst du es so vorstellen, dieser Perfektionist, der dreht ein Video, setzt sich dran, bearbeitet es, findet irgendwelche Fehler, versucht die Fehler auszubessern, obwohl die Fehler eigentlich gar keine richtigen Fehler sind, was du vielleicht so sehen würdest. Aber der Monk, der ist ein Perfektionist, der möchte alles möglichst perfekt machen und alles schön. Und letzten Endes wird dieser Perfektionist sehr viel Zeit investieren in ein Projekt, welches er am Ende gar nicht veröffentlicht. Und genauso war es bei mir auch in letzter Zeit, dass ich viele Sachen ja, gearbeitet habe, die am Ende ja, gar nicht veröffentlicht werden, weil ich einfach zu sehr, ja, zu kritisch, zu selbstkritisch bin, sage ich mal. Das ist mir schon sehr, sehr häufig passiert, vor allem eben hier auf YouTube. Und ich möchte jetzt hier mit diesem Video ganz einfach diese Barriere wieder durchbrechen. Ich habe damals schon mal ein Video gemacht, wie ich mit diesem YouTube-Kanal hier gestartet habe, dass ich dadurch auch natürlich viele andere motiviert habe, auch mal mit etwas zu beginnen, wo sie sich vielleicht so ein bisschen scheuen. Und ich kann da immer noch sagen, hey, zieh es immer noch durch, fang an, wenn du irgendwie Bock drauf hast. Denn es gibt so viele Sachen, die wollen noch getestet werden. Und genau in diesem Modus bin ich auch gerade. Denn im Hinblick auf die Zukunft, darauf komme ich jetzt eben noch zu sprechen, schöpfe ich wieder so ein bisschen Energie. Ja, das T-Shirt-Business, das ja, läuft so okay. Ja, wir sind gerade mit im Sommerloch. Es läuft ganz gut dafür, dass es ein Sommerloch ist. Aber es fordert mich jetzt auch nicht irgendwie kreativ. Ja. Also nicht so immens, sondern das läuft halt so mit und alles gut. Wie gesagt, ich bin ja immer noch in so einer Art Konzentrationsphase und mache gerade mehr Werbung, also Amazon Advertising, als dass ich irgendwelche Designs hochlade. So. Und letzten Endes wollte ich sagen, dass mir dieses Business das erlaubt, dass ich sehr viel Zeit mit meinem Sohn verbringen kann und eben auch die qualitative Zeit nutzen kann. Ja? Da schauen einen auch andere Eltern irgendwie neidisch an, wenn man sagt, ja, also ich arbeite zu Hause und ich kann zu jeder Zeit meinen Sohn sehen oder wir sind als Familie eigentlich immer zusammen, auch wenn es natürlich sehr viel Arbeitszeit ist bei mir. Genau, so. deswegen, da sind viele neidisch, deswegen, da bin ich super dankbar, dass ich das machen kann, dass ich einfach meinen Sohn oder unsere kleine Familie aufwachsen sehe. So. Dann der nächste Punkt, was ich jetzt sagen wollte, und zwar geht es nächsten Monat nach Bali. Ja, du wirst jetzt sagen, warum denn Bali? Also gerade wollen irgendwie alle nach Bali, und was ist denn an Bali so toll?
Wir als Paar, wir haben Bali schon vor sehr, sehr langer Zeit für uns entdeckt. Da war es noch nicht so gehypt. Ja, und wir haben uns einfach in die Leute verliebt, in Land und Leute. Kurz davor, also wir waren das letzte Mal auf Bali, das war Februar oder März 2019. Und kurz davor waren wir nochmal in Neuseeland, haben dort ein Work and Travel gemacht. Und wir sind immer gern gereist. Und Bali hat uns immer gut getan. Wir waren schon 3, 4, 5 Mal. Ich glaube, mindestens 4 Mal war ich. Meine Partnerin war jetzt schon 3 Mal, glaube ich, auf Bali. Und es hat uns immer wieder gefallen. Es hat sich immer wieder entwickelt, natürlich. Einiges zum Guten, anderes zum Schlechten. Aber es gibt immer wieder so Spots, wo man gerne hingeht. Und damit auch sehr viel Positives verbindet. Und ja, vor allem die Leute sind es, die uns das so ein bisschen angetan haben dort. Deswegen soll es wieder nach Bali gehen und deswegen trauen wir uns das auch zu mit Kind. Und das ist auch so ein entscheidender Faktor, denn mit Kind kommt natürlich auch einiges an Verantwortung mit, was du ganz einfach mittragen musst als Eltern. Und deswegen, wir trauen uns das zu, gerade Bali, weil es für uns nichts Neues ist. Sondern ja, ich habe jetzt sehr viel Geld angespart, so als kleinen Puffer, sage ich mal, für den Ernstfall. So, wie soll es dort eigentlich weitergehen? Was wollen wir dort eigentlich machen auf Bali? Für mich persönlich ist es grundlegend erstmal so eine Art Auftanken. Denn ich, ehrlich gesagt, fühle mich doch schon ein bisschen abgebrannt hier in Deutschland. Du hast gerade rausgehört, wir sind in den vergangenen 4, fast 5 Jahren nicht mehr gereist. Ich habe sehr viel für das Business gemacht. Ich habe auch hier viel für YouTube gemacht. Ich habe über 100 Videos hier für das T-Shirt-Business hochgeladen auf diesem Kanal. Mit den meisten Videos bin ich nicht zufrieden, aber sei es drum, ja, da ist wieder der kleine Monk. Falls du da gerne mal wieder ein paar Updates haben möchtest zu gewissen Themen, schreib es mir gerne unten in die Kommentare. Dann drehe ich da gerne mal ein neues Video mit ein paar Updates, was sich vielleicht so verändert hat. Aber ansonsten grundlegend hat sich nicht so viel verändert im T-Shirt-Business. Es lohnt sich immer noch, wenn du dich wirklich reinhängst. Und genau das möchte ich auch auf Bali weiterführen, die nächsten 2 Monate. Also sprich, da werde ich ganz normal das T-Shirt-Business weiterführen. Täglich schön meine Werbung machen, wenn es passt, wenn das Internet gut ist. Ansonsten werde ich natürlich auch die Mastermind weitermachen. Da bin ich auch super glücklich, wie sich unsere Mastermind so entwickelt hat. Sind auch nur noch wenige Plätze verfügbar. Da sprechen wir auch monatlich gemeinsam über gewisse Themen, die uns so interessieren. Und ich muss gerade mal ein bisschen nach unten schauen, es geht wieder bergunter. Und ich möchte vor allem auch diesen Kanal wieder voranbringen. Denn der Kanal heißt Invest and Grow, also investieren und wachsen. Und letzten Endes, gerade war der Fokus, also sollte er auch immer noch weiter sein in die Familie. Aber so die Herzensangelegenheiten, die mir persönlich als selbstständiger Mensch natürlich auch sehr gut tun, gerade so die kreativen Sachen, die möchte ich ganz einfach wieder machen. Ja, auch so für meinen Seelenfrieden. Ich möchte gerne noch viele, viele Sachen probieren, viel testen, viel ausprobieren. Und das ist eben auch hier der Content auf YouTube zum Beispiel. Also Content wird sich so ein bisschen verändern wahrscheinlich. Ich kann es noch nicht genau versprechen, was letzten Endes kommt. Also wird es mehr Reise-Content oder wird es jetzt nur über das T-Shirt-Business gehen? Das wahrscheinlich nicht, aber es wird vielleicht so eine Mischung aus Finanzen und Reisen. Ja, also vor allem auch mit Kind. Ich denke, das könnte auch viele interessieren. Wir haben immer ein Tagebuch geführt auf Bali oder wenn wir reisen waren. Wir haben immer genau Budget kalkuliert und uns auch daran gehalten und genau geschaut, wo man eventuell noch ein bisschen einsparen kann. Und ohne, dass wir uns einschneiden, ja, in unserem persönlichen Umfeld, wie auch immer, also in unserem Urlaub. Das geht ja auch ungesund. Man kann ja auch sagen, okay, ich spare jetzt hier den ganzen Urlaub und habe gar keinen Spaß mehr. Ist aber auch nicht Sinn und Zweck von so einem Urlaub. Und ja, das Ganze wird so eine Art Test für mich auf Bali. Ich möchte weiterhin arbeiten. Ich möchte meine Akkus wieder aufladen. Ich möchte das Ganze auch als Test für meine Familie. Können wir zusammen so reisen, so mit unserem Baby? Unser Baby ist super robust, super mobil. Es macht sehr viel Spaß, ihn wirklich aufwachsen zu sehen. Und ich habe es vorhin schon mal gesagt, ich bin dafür auch super dankbar. Ja, ich mache das gern und
Ich finde es einfach nur schade, wie sich mein YouTube-Kanal hier so entwickelt hat. Das soll sich jetzt wieder ändern. Ich habe richtig Bock drauf und ja, deswegen mal hier dieses kurze Update. Ich möchte es jetzt auch nicht länger machen, das Video. Deswegen hier noch eine kleine Aussicht. Schönes Grün. Und ja, ich bedanke mich erstmal für deine Aufmerksamkeit. Falls du noch weiter Fragen hast, schreib es mir unten gerne in die Kommentare. Wie gesagt, nur ein kleines Update war das. Also ein kleines Real Talk Video zu mir privat, wie es jetzt weitergeht. Und deswegen, ja, in diesem Sinne, vielen Dank und bis zum nächsten Video. Bis dahin. Danke. Tschüss.